Hallo allerseits, hier ist Stricky bei Armored Warfare und es ist vollbracht, der Battle Pass ist endlich online. Hat ein wenig gedauert, aber er ist nun da. Woran es lag, dass der so spät kam, war ja angekündigt für den Sommer. Meistens wurde so Juni, Juli am Anfang so gesagt. Es wurde ja nie ein Termin genannt, das darf man nicht vergessen bei aller Aufregung, die da so herrschte. Und wie gesagt, warum das länger dauerte, weiß ich jetzt selber nicht so genau. Angeblich wurden wohl noch Sachen getestet, aber da weiß ich nicht, ob das alles so stimmt. Und wenn ich gelesen habe, wer da mitgetestet haben soll, dann kann es ja eigentlich nur scheiße werden. Aber wir gucken uns das einfach mal an. So, hier haben wir wieder die Schaltfläche Battle Pass, ne? Können wir kurz mal drauf schauen. So, sieht altbekannt aus. Wir haben hier eine schöne chinesische Musik, nenne ich es mal. Rise of the Dragon heißt das ganze Ding. Sehr schön. Könnte ich glatt die 36 mit gebratenen Nudeln bestellen. Aber ja, warum nicht? Eine passende Musik ist nicht schlecht. So, wir haben hier eine grobe Übersicht. Einmal die Missionsübersicht. Also es gibt Missionen für Kampfpanzer, für Leichtpanzer und Schützenpanzer und Jagdpanzer, Selbstfallerfetten. Und wenn man die alle drei geschafft hat, es gibt jeweils sechs Missionen, hätte ich mal gleich am Anfang sagen sollen. Wenn man die alle geschafft hat, kommt man an die Elite-Missionsreihen. Natürlich befinde ich mich, ich habe ja noch nichts gemacht, bei Mission 1 jeweils. Und hier sieht man, auf welchem Rang man sich befindet. Muss ich direkt mal gucken. Moment mal, Ränge, da stand 2. Warum ich Rang 1 schon habe, kann ich euch nicht sagen. Den hat man vielleicht automatisch. Und Rang 2, und Rang 2 könnte ich freischalten für 48 Punkte. So, steht jetzt hier nicht direkt dabei, für wie viele Punkte man welchen Rang freischaltet, erfahrungsgemäß. Es steigert sich leicht bis Rang 10 und dann wird es teuer. Wir gucken gleich nochmal, wenn wir schon bei den Rängen sind. Nein, ich fange bei der Ursuppe an. Wie kommt man an den Battle Pass? Ganz einfache Geschichte. Über den Armored Warfare Shop oder Markt, der im Launcher oben rechts eingeblendet ist, kann man anklicken und kann sich den dann kaufen für, ich glaube, der Grundzugang 7,50 Euro und der verbesserte Zugang, ich nenne es mal so, für knapp 27 Euro. Der verbesserte Zugang, da erhält man 55.000 Schlachtmünzen und kommt damit, glaube ich, so Richtung Rang 20 hier bei diesen Rängen. Wir gucken das nach. Ich habe den Zugang nämlich damals gekauft, als der vergünstigt zum Verkauf stand. Und wir gucken mal nach. Falls sich jemand den Zugang schon vorher gekauft hat, als Vorabzugang oder wie auch immer man das nennen will, war damals vergünstigt im Shop. Der muss in den Bestand gucken, in die Waren reingucken und dann hat man hier einen Haufen Schlachtcoupons. 55 mal 1000, also das sind die 55.000 für den verbesserten Zugang. Die müssen wir alle aktivieren. Hier unten habe ich noch einmal 500, da habe ich eine Special-Missionsreihe. Ach ja, hier die Caribbean Crisis durchgehauen mal an einem Wochenende. Da gibt es ja diese Kisten. So, und aha, also ich kann es noch nicht aktivieren. Also das ist noch so ein bisschen nicht fertig, sage ich mal. Armored Warfare, was ist da los? Gut, dann gehen wir jetzt halt die Ränge durch. Ich wollte es eigentlich jetzt freischalten, soweit es geht, und euch ein bisschen was zeigen. Gehen wir mal durch. Es gibt für jeden Rang irgendwelche Preise, Belohnungen, nenne ich es mal. Für Rang 2 kriegt man 20 Schlachtmünzen Booster, die sind recht gut, die machen 900% Gewinn an Schlachtmünzen pro Kampf.
Dann gibt es ein Emblem und nochmal Schlachtmünzen-Booster. Also die braucht man auch, muss ich sagen, die Schlachtmünzen-Booster. Premium-Zeit gibt es dann nochmal Schlachtmünzen-Booster. Das sind wir schon bei 60 Stück. Also das ist kräftig. So, jetzt werde ich natürlich nicht jedes einzelne hier vorlesen. Auf Rang 7, für mich schon mal sehr interessant, ein Skin für den Type 99A2, Gongcheng. Das ist schon mal Rang 7, ein Skin für einen 10er. Also das ist schon mal sehr gut. Rang 9, eine Tarnung. Chinesisch alt. Auch nicht schlecht. Rang 10 haben wir den ersten Panzer, den man gewinnen kann. Premium-Fahrzeug. ZBD-04A, eine Stufe 7 Schützenpanzer. Bin ich mal sehr gespannt drauf. Die Wanne sieht tatsächlich bald so aus wie beim AFT-10, bei diesem Raketen-Thrower. Hier gibt es nochmal Schlachtmünzen-Booster. Also da gibt es echt viele. Hier haben wir Emblem Volksbefreiungsarmee. Gibt es nochmal Tarnung. Gold. Rang 17 gibt es einen Skin für den Type 96. Auch mal schön. War damals zumindest mal ein super, super, super 8er Premium, den ich gern gefahren bin. So, hier haben wir dann verschiedene Embleme. Nochmal, wir gucken mal. Bis Rang 20 sind wir jetzt. Hier gab es auch. Ja, wie viel Gold steht auch gar nicht da, ne? Wie viel es da gibt. So, ich mache jetzt einfach mal weiter. Ich lese jetzt nicht jetzt einzelne vor. Hier haben wir nochmal eine Basisfarbe. Ich weiß nicht, ob euch das jetzt wichtiger ist als anderes. Ich stehe halt auf Tarnung und Farben. Finde ich nicht schlecht. So, hier haben wir tatsächlich einen T62-Skin. Auch nicht schlecht. Falls jemand Credits braucht, hier gibt es auch Credits. Hier haben wir dann die dritte Tarnung, experimentell. Und auf Stufe 30 das nächste Premium-Fahrzeug. Das ist der VN17 Stufe 8 Schützenpanzer. Mal sehen, wie lange es dauert, bis ich da ankomme. Da haben wir die nächste Tarnung. Also es gibt einige Tarnungen und ja auch eine schöne Basisfarbe. Ich mache mal immer weiter, immer weiter. Was ist das eigentlich für eine Farbe? Ach, Bodenstreitkräfte. Gut, das Banner nützt nicht jeden was. Da müsste man den Fahnenslot freischalten für viel, viel Gold. Ich glaube 9.999. Ob man das macht, also man hat keinen Mehrwert im Spiel. Ich habe diese Dinger mal freigeschalten aus Blödheit vor Jahren und letztendlich will ich es gar nicht nutzen, weil mir die Fahnen manchmal sogar optisch im Weg sind. Ah, ist mein Schluck O-Saft hier. So, verschiedene Embleme, also viele so Embleme und so ein Krempel. Okay, dann am Ende kommen hier nochmal Tarnungen. Marine digital oder modern. Nochmal digital. Also, da kam die Tarnungen gefallen mir sehr gut, muss ich sagen. Ich weiß aber nicht, wie weit ich kommen werde beim Forschen. Jetzt kommt so mal so ein Ding. Bis jetzt war jeder Battle Pass eigentlich, den ich mitgemacht habe, muss ich dazu sagen, bis Stufe 50. Diesmal nicht. Läuft auch 4 Monate das Ding, statt wie ich es kannte, 3. Ne? Also hier haben wir dann weiterhin Tarnung, Gold. Ja. Also es gibt echt viele Schlachtmünzen-Booster zu erspielen. Naja, das Emblem oder Avatar, besser gesagt, dieses. Ja. Braucht man oder nicht? Hier haben wir nochmal einen Type 99 Skin. Auch nicht schlecht. Und auf Stufe 60 dann das große Finale, der ZTZ-20. Ein 10er Premium-Panzer. Lassen wir uns mal überraschen. Wohlgemerkt Kampfpanzer. Die anderen Fahrzeuge waren ja Schützenpanzer. Auf Stufe 10 können wir einen Kampfpanzer erspielen. Das lasse ich jetzt erstmal zu den Rängen gesagt sein. Hier hat man nochmal eine grobe Leiste, wo man sich befindet und wo die Hauptgewinne, sprich Premium-Panzer, zu gewinnen sind. Da muss man nicht hier 1000 Mal rüber und rüber scrollen. Klickt einfach hier drauf, kommt man auf den. Klickt hier drauf, kommt man auf den auf Rang 30 genau und oder klickt hier drauf bis zum Hauptgewinn. Das ist nur eine grobe Übersicht. Okay, also Profil. Das war das, was wir am Anfang hatten.
gibt dann auch Tagesmissionen. Wenn man die erfüllt, kriegt man auch Schlachtmünzen, also Ränge hat man schon. Dann kommen die Missionen. Und für jede Missionsreihe gibt es eigentlich selbsterklärend. Missionsreihe für Kampfpanzer. Wir sind gerade bei Mission 1 von 6. Hauptgewinn ist in dieser Reihe eine chinesische Tarnung. Und bei den Elite-Missionen kriegt man dann 15 Teile für den ZTL-11. 15 Teile. Also nicht das Fahrzeug, sondern 15 Teile für das Fahrzeug. Wir brauchen 100, um das freizuschalten. Und ein Skin Monddrache für den Type 99A2 ist jetzt praktisch der zweite Skin, den es hier im Battle Path zu erspielen oder gewinnen gibt. Oder erspielen, kann man sagen. Ja, die Missionen, wie gestalten die sich? Die erste Mission bei Kampfpanzer, ich lese nur die mal vor, ist: Verursache 50.000 Schaden. Schaden an Spielerfahrzeugen wird mit 5 multipliziert. Das heißt, wenn ich im PvP spiele oder im Globs und 10.000 Schaden verursache, habe ich das Ding erfüllt. Sollte zu machen sein, auch 50.000 Schaden sind eigentlich im PvE auch kein Problem. Bei den, dann lesen wir doch mal hier leicht, oder Schützenpanzer, ist die Mission dieselbe. Und auch bei Jagdpanzern und Selbstverlaufhetten auch dasselbe. Ob die sich alle gleichen, weiß ich nicht. Ähneln vielleicht, vielleicht auch teilweise abgestimmt auf die Fahrzeuge, das weiß ich nicht. So, jetzt haben wir hier Herausforderungen. Das ist auch so, sind so Aufträge, die man mehrmals machen kann. Und jede Woche wird ein neuer freigeschaltet, die laufen dann parallel. Also wenn jetzt nach 7 Tagen hier der Auftrag aufgeht, ist nicht der geschlossen. So, und den ziehen wir einmal durch. Aufgabe ist, verdiene Schlachtmünzen durch die Teilnahme an Schlachten. Wenn ich 150 Schlachtmünzen durch eine Schlacht gewonnen habe oder durch mehrere, habe ich die schon erfüllt und es geht weiter. Dann kommt Stufe 2. Da brauche ich, muss ich dann 300 Schlachtmünzen erspielen und bekomme, sieht man hier oben, gewinne dann 520 in der zweiten Stufe. In der letzten Stufe muss ich 1500 Schlachtmünzen erspielen und bekomme 1160. Also immer so ein bisschen Bonus. Das läuft nebenher, erfüllt man sehr teilweise flott, manches nicht so flott. Gibt aber immer noch so ein bisschen dazu. Das ist nicht schlecht hier. Ich gebe aber zu, weil das halt so nebenher läuft, habe ich gar nicht so drauf geachtet und trotzdem in den vorherigen Battle Pass viel freigespielt. Dann kommen wir zur Werkstatt, denn die erspielbaren Fahrzeuge, die kann man ja ausbauen. Ich muss zugeben, diese drei habe ich ja gar nicht. Das war der Battle Pass, den ich nicht, an dem ich nicht teilgenommen habe. Aber da klicken wir gleich mal drauf. Geht nicht, weil ich ihn nicht habe. Keine Ahnung. Northern Wind. Hier sieht man das schön. Ja, tatsächlich kann ich hier nicht sehen, weil ich diese Fahrzeuge ja nicht habe. Also gehen wir zu dem vorherigen Battle Path. Da habe ich die Fahrzeuge und wie man sieht, kann man hier verschiedene Module noch freispielen. Also aus vorherigen Battle Paths, schwer auszusprechen, kann man die Fahrzeuge weiter ausbauen in zukünftigen Battle Paths. Also da muss man sich nicht verrückt machen, wenn man es nicht im aktuellen schafft, sondern im nächsten kann man das weitermachen oder es wird weitergezählt. Und das sind dann beende Battle Path Hauptmissionen, wiederholbare Schlachtmünzenmissionen oder Herausforderungen. Jedes Ding zählt und wie hier für das Teil brauchen wir 80 Stück, 61 habe ich schon. Lasse ich auch so nebenher laufen, gucke ich gar nicht aktuell drauf. Wir haben den Battle Path Shop, bietet mir gerade den Marder an zum Verkauf. Da ich den schon habe, steht hier der Preis leider nicht. Könnt ihr mir aber auch Schlachtmünzen kaufen, 20 Schlachtmünzen für, 200 Schlachtmünzen für 20 Schlachtmünzen. Also die Währung hier im Shop ist Schlachtmünzen. Könnt ihr mir auch Credits kaufen oder so. Oder ein Teil des ZTL 11. Also über diesen Shop bekommt man den ZTL 11, wenn man genügend Teile kauft mit
Coins, ne? So, hier tauchen dann auch öfters mal so Skins auf oder auch 10er Premium Panzer, aber das sind natürlich dann auch die Battle Path Kosten recht hoch. Kann man ein bisschen spekulieren, wenn man den Zugang wie ich gekauft hatte mit den 55.000 Battle Coins, ob ich die hier im Shop verklopfe oder die in die Ränge investiere. Muss jeder selber wissen. So, aber wie ich anfangs schon sagte, man kann sich Battle Coins erspielen. Wie macht man das? Zeige ich euch jetzt. Das ist jetzt bei jedem Gefecht, egal ob PvP, PvE oder Globs oder Special Ops oder auch Hero, meinetwegen. Im Endgame-Stats-Bildschirm sieht man dann nicht nur Credits und Erfahrungspunkte, sondern auch Battle Coins. Ich habe gerade ein Paket erhalten, ist mein Tagesbonus, 100.000 Credits, ich freue mich, kommt hier mit drauf. sehr schön, live. Und wir machen einfach mal ein PvP-Gefecht. So, ich habe jetzt gerade hier noch den Arjun drauf. Die Tarnung ist geil, das war diese japanische, ne? Der Arjun, den habe ich noch in den Vertragsmissionen frei gespielt hier. Mal sehen, ob ich noch eine indische Vertragskiste zurechtkriege. Bin gerade bei 279 von 500. Schauen wir mal. Wenn ich jetzt wieder öfters spiele durch den Battle Path und ich hatte mir ja vorgenommen, den zu spielen. Mal gucken, ob wir dann hier noch was fertig kriegen. Jetzt startet ein Mega-Gefecht, Operation Donnergrollen. Ja, was ist noch zu sagen? Durch die Missionsreihen, das war immer so mein Kritikpunkt der ersten Battle Path Events, dass durch diese Missionsreihen mache Schaden oder mache Kills da oder mache Assists. Das hat doch das Spielgeschehen sehr negativ beeinflusst. Wird diesmal, glaube ich, nicht passieren, denn das Spielgeschehen ist schon teilweise echt am Arsch. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Also man hat permanent irgendwelche Kampfpanzer, die hinten rumdümpeln, Leute, die keine Missionen erfüllen, Nebenmissionen nicht erfüllen. AFK sind, weiß ich nicht, ich hatte jetzt ein paar Mal schon hier so BMPTs, die am unteren Ende der Liste waren, am Ende des keine 10.000 Schaden gemacht haben mit diesen Kisten gegen Bots. Also wie das funktioniert, weiß ich nicht. Keine Ahnung, was da los war. Ach, wir haben ja noch einen Arjun dabei. Zwei Arjuns heißt Arjun Nais. Ah, das Pink ist geil, ne? Ich stelle mich jetzt hier so möglichst blöd vorne hin. Gibt ein bisschen Spotschaden, falls ich hier drüben was aufmache. Da kommt doch schon Kundschaft. Ich schieße mal hier auf den. Kritischer Treffer Modul, geil, ne? Also doch auf den. Und noch einer. Da hinten der. Den haben wir rausgenommen. Und einen Mumpel habe ich noch, kriegt er hier. Drei Kills optimal. Drei Fahrzeuge, drei Kills. So, es lädt natürlich mein Magazin nach. Oh, der Striker. Gut, dass der BMD jetzt kam. Der Striker hat den BMD ins Visier genommen. Aber ich nehme jetzt mal den Striker ins Visier, weil der kann böse austeilen. Und ich will ja nicht, dass mein Kamerad hier ablebt. Den habe ich nicht erwischt. Na, noch einer. Und noch einer. Gut, jetzt muss ich mal ein Stück zurück. Dass ich so ein bisschen hinterm Felsen bin, das reicht meistens hier. Weil ich gerade so schön nachlade. Ach, bin ich bescheuert, habe ich. Okay. BMD hat ganz schön gerockt hier vorne.
Der hat praktisch meinen vorherigen Satz mit dem Spotschaden ad absurdum geführt. Das, den hat er jetzt gekriegt. So, wir haben doch hier so ein Dingens, genau, Nebenziel. Wie gesagt, da klotzt auch keiner mehr drauf, aber andererseits, ja, wenn es nur noch geht, Missionen abzuschrappen, eine nach der anderen zu machen, möglichst viele Gefechte und mehr nicht, da guckt halt auch keiner mehr auf sowas. Ist auch erstaunlich, wie oft man ausgekappt wird oder Missionen generell verkackt im PvE-Bereich, weil die Leute einfach nicht mitmachen. Finde ich teilweise mittlerweile echt schlimm. Frage mich immer, ob die anderen besoffen sind oder ob denen das so egal sind. Und wenn ja, warum spielen die das überhaupt noch? Also kann ich nicht so nachvollziehen. Ich stehe hier so mittendrin alleine. Und der prallt ab. Ach, ich lade hier nach. Komm her. So. Mach mal den VT5. Was man hier ganz gerne mal machen kann, ist, wenn so viele sind, vor- und zurückfahren, dass die von der Seite andersrum, dass sich die Gegner auf mich drehen und meine Kumpels, die an der Seite stehen, können die dann auseinandernehmen. Jetzt hat es gerade den BMD erwischt. Ach, der ist da drüben gespawnt. Ui. Ah, ich lade ja schon wieder. Schon wieder. Aber da kann der BMD dem schön von hinten auseinandernehmen. Normalerweise. Okay. Haben wir doch schon mal ganz gut aufgeräumt. Hinter uns ist irgendwo noch ein Ramka. Er spät und da ist er auch. Da ist er schon. Unser Freund Ramkero. Okay. Sehr schön. Der BMD nimmt seine Freunde mit. Genau, die Infanterie wieder eingesammelt. Ich drücke mal auf C, dass mein Magazin lädt. Ich habe jetzt nur noch HEP-Munition. Könnte auch eigentlich mal die 8 drücken. Und da brauche ich auch gar nicht so offensiv fahren. Wir stehen einfach hier rum. Wie war die Mission? Die erste Mission von der Kampfpanzermissionsreihe. 50.000 Schaden machen. Ich habe jetzt hier, ohne irgendwie mich anzustrengen, 11.000 gemacht. Vielleicht wären es jetzt noch 13, 14. Wir schauen mal. Und ja, 3, 4, 5 Gefechte und da hast du die erste Mission drin, ohne direkt gezielt was für die Mission zu machen. Ne? Man macht ja den Schaden so nebenbei im PvE-Bereich. Selbst im PvP-Bereich macht man immer mal ein bisschen Schaden. Wer nicht, der sollte da vielleicht nicht spielen. So, na, die lassen... Ah, da könnte ich... So, er spät. Ach, da. So, jetzt stehe ich natürlich hier frontal. Vielleicht kann ich einen Rammschaden machen noch, wenn ich schon nicht schießen kann. Nee, bist zu blöd. Ein bisschen wieder zurück. Front hindrehen. Mal einen, der ist raus, okay. Der brennt. Der Wilk, den könnte ich noch
Verdammt! Na gut, dann lassen wir mal noch ein bisschen hier. Oh, ich lade noch ewig nach, ewig. Wo sind meine Freunde? Oh Gott. Kann ich nochmal die 8 drücken? Oh Gott sei Dank, das wird jetzt mir den Hintern retten. Lass mal den Maler rausnehmen. Der wird weggeschossen, sehr gut. Er ist auch weg. Aber hier, wo komme ich denn da irgendwo durch? Hier ist erstmal die Kanone kaputt schießen. Komme ich nicht durch? Muss ich mal irgendwie rundherum fahren. Oder ich drehe ihn so, dass andere reinschießen können. Ja, der steht hier komplett dahinter. Da. Dreh dich noch ein bisschen. Aber der wird gleich tot sein. Jawohl. Okay. Also war doch gar nicht so schwer. Dankeschön, gute Arbeit, ja. So, jetzt könnten sie aber auch mal weitermachen. Okay. Operation Donnergrollen waren das. Bin ich eigentlich der Einzige, der sich doof vorkommt, weil er die ganzen PvE-Missionen nicht mit Namen kennt? Ich merke mir das immer nie. Wenn ich manchmal mitlese hier im AW-Chat, hier im German-Chat, und die Leute kennen die Missionen alle auswendig mit Namen und so und wissen, wo was ist. Ich merke mir die Namen nie. Weiß ich nicht. Aber Hut ab, wer noch so ein gutes Gedächtnis hat. So, schauen wir mal nach. Das ist sehr schön, dass wir das so sehen hier. Also ich habe ja, ach, ich habe gar kein Premium an und nichts an. 24 ist natürlich nicht viel, ne, an Schlachtmünzen, die ich mir erspielt habe hier. Aber im PvE kommt nicht so viel rum, muss ich auch sagen. Dafür gibt es allerdings diese Schlachtmünzen-Booster. Da kriegt man 900%. Rechnet es euch selber aus. Also 24 mal 9 ist ein bisschen mehr. Okay. Dann sieht man hier Missionsfortschritt, Schadensverursachung. Das ist diese Kampfpanzer-Missionsreihe. 17.900 Schaden habe ich von 50.000. Also noch 2, 3 solche Missionen und fertig ist die Geschichte. Dann gibt es diese fortlaufende Mission. Die erste ist erst freigeschaltet, Fort Knox. Ne? 150 muss ich schaffen. 24 habe ich schon mal erspielt. Das wird dann immer summiert. Und dann habe ich noch eine Mission geschafft. Das wird eine von diesen, ich nenne es mal Tagesmissionen sein. Nettoerfahrung 755 erspielt von 25.000. Wir schauen mal ins Team rein. Ich bin tatsächlich auf Platz 2. Nachdem ich vorhin so auf BMPTs geschimpft habe, der hat hier was gerissen. Hut ab. Und ja, halt typisches Gefecht. Hier habe ich noch eine Vertragsmission geschafft, eine kleine. Auch schön. Das sind auch so Sachen, die macht man nebenbei. Jetzt habe ich 24 Schlachtmünzen. Wir gucken mal in den Battlepart rein. Für die Rang 2 brauche ich 48. Noch so ein Gefecht habe ich schon mal Rang 2. Aber wie gesagt, das summiert sich dann und wird dann richtig teuer. Und ich schaue demnächst nochmal rein. Das sollte jetzt nur eine kleine Einführung sein. Mal eine Stahlkiste live öffnen hier. Insignien. So, und wie gesagt, das Problem wird jetzt noch behoben. Weiß nicht, was da schief lief. Ah ja. Weiß nicht, was sie getestet haben, aber das scheinbar nicht. Aber aller Anfang ist schwer. Das war erstmal eine kurze Einführung zum Battle Path. Die meisten von euch wissen ja, wie es läuft. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Strickie.